Herzlich willkommen mit Caramera. Ne, mit Connor. Let's go, wir sind zurück bei Connor. Und Connor muss mal wieder mit seiner komischen Herrin da reden. Na gut, ey, diese Amanda. Frag mich bis ab, wo sitzt sie denn schon wieder? Da drüben. Eieiei. Oh, der See ist zugefroren, kann sein. Zumindest teilweise. Na gut, so, alte Dame, was hast du mir zu sagen? Wieder zu meckern nur, hä? Weil du den ganzen Tag nichts zu tun hast. Nach den Geschehnissen heute steht das Land vor einem Bürgerkrieg. Die Maschinen erheben sich gegen ihre Meister. Ja, ist auch Die richtig Menschen haben so. keine Wahl, als sie zu zerstören. Nee. Ich habe bei Kamsky nichts erfahren. Na. Ich dachte, RA9 wäre der Schlüssel zu allem, aber ich lag falsch. Warum hat Kamsky Cyberlife verlassen? Was ist passiert? Das ist lange her, Connor. Es betrifft deine Doch. Untersuchung nicht. Doch, das ist wichtig. Da war ein Foto von Amanda bei Kamsky zu Hause. Sie war seine Lehrerin. Als Kamsky mich entwarf, wollte er ein Interface, das ihm vertraut war. Er entschied sich für seine Mentorin. Worauf willst du hinaus? Sie haben mir nicht alles gesagt, was Sie über Abweichler wissen, oder? Ich erwarte von dir, dass du Antworten findest, Connor. Und dass Oh, du sie keine mag das nicht Fragen mehr. stellst. Doch, das erwarte ich Hast aber. du in letzter Zeit etwas Ungewöhnliches erlebt? Ja, du gehst Zweifel mir auf oder die Eier. Konflikte? Empfindest du etwas für diese Abweichler? Oder für Lieutenant Anderson? Nein. Sorry. Ich weiß nicht, worauf Sie hinaus wollen. Richtig. Halt dich Ich fest. fühle gar nichts. Das wissen Sie. Wollen Sie etwa andeuten, dass ich gefährdet bin? Nein. Nein, natürlich nicht. Besser ist es. Coole Zwischensequenz. Danke dafür. Und jetzt sind wir zurück bei Hanky Manky. Zentrale. Das FBI übernimmt. Was? Aber wir sind an was dran. Wir brauchen nur mehr Zeit, ich bin Hank, sicher. du kapierst es nicht. Das ist keine normale Seine Nadel ist Untersuchung, halt das ist echt ein geil, scheiß ne? Bürgerkrieg. Eine Wir haben es nicht Krawattennadel. mehr in der Die Hand. ist sexy. Es geht hier um die nationale Sicherheit. Scheiße, du kannst jetzt nicht den Stecker ziehen. Wir sind so nah dran. Ich dachte, du kannst Androiden nicht ausstehen. Himmel, Hank, entscheid dich mal. Ich dachte, du wärst froh Wir darüber. knacken diesen Fall. Ja, Wir sind Mann. schon ganz kurz Komm. davor. Verdammt, Jeffrey, kannst du mich nicht ein einziges Mal unterstützen? Einfach noch mal ein bisschen aufschieben. Sagen wir sind fast Ich kann fertig. nichts für dich tun. Da Du machen wir bist es tot im alleine. Mord. Und der Android geht zurück ans Cyberlife. Tut mir leid, Hank. Es ist vorbei. Hank, komm, wir machen unser eigenes Ding. Komm, Connor, Abfahrt, hopp zu Hank. Wir gehen jetzt allein ermitteln. Verpiss dich, scheiß Polizei. FBI denkt wieder, die wären was Besseres. Komm. Das ist nichts für uns. Wir können auch nur zu Hank, okay. So, komm her, mein Buddy. Was eine Scheiße, ha? Lass einen saufen gehen. Wir hätten den Fall lösen können. Wir hätten nur mehr Zeit gebraucht. Ja. Du gehst also zurück zu Cyberlife? Leider. Ich wäre Ich gern bei habe dir keine geblieben. Wahl. Man wird mich deaktivieren und mein Versagen analysieren. Ja. Was, wenn wir auf der falschen Seite sind, Connor? Yes! Hank! Let's Wir gegen go! Menschen kämpfen, die bloß frei sein wollen. Ja, was? Das sind keine Menschen, Lieutenant. Das sind Ach, defekte nein! Maschinen. Ich hab's falsch Das gesagt. sind keine Menschen. Das sagen wir immer, wenn wir jemanden unterdrücken wollen. Oh, sorry. Hank, ich hab's falsch gesagt. Etwas hat dich verändert, Connor. Nach jedem Tod kamst du etwas kälter zurück, mit immer weniger Mitgefühl. Ich empfand noch nie Mitgefühl, Lieutenant. Oh, ich sag die. Oh, Jungs, ey, das ist doch scheiße, was da steht. Ich wollte Empathie zeigen. Mit ihm gerade.
Och Mann, jetzt mache ich mir alles kaputt. Ich wollte mit Hank zusammen in den Sonnenuntergang. Ich weiß nicht, was Sie in mir sahen, aber Sie liegen falsch. Hank, nein, nein. Na, sieh mal an, da kommt Perkins, das blöde Arschloch. Lass den ficken. Keine Zeit beim FBI. Wir können nicht aufgeben. Die Antwort liegt irgendwo in den gesammelten Beweisen. Wenn Perkins sie mitnimmt, ist es vorbei. Wir können nichts tun. Du hast Fowler gehört. Wir sind raus. Sie müssen mir helfen, Lieutenant. Ich brauche mehr Zeit, um in unseren Beweisen einen Hinweis zu finden. Ich weiß, dass die Lösung vor uns liegt. Ja, komm. Vielleicht verdienen die Abweichler eine Chance. Ja. Okay. Vielleicht ist es besser, du findest sie nicht. Lass mich zustimmen, lass mich zustimmen. Was hier passiert, ist zu wichtig, um von einer Maschine durchkreuzt zu werden. Tut mir leid, Connor. Aber ich werde dir nicht helfen. Hank, ich komm mit, warte. Was? Ja. Sorge für Ablenkung und Perkins aufzuhalten. Ja, der Bruder hilft uns jetzt. Ach scheiße, ich habe mir mit Hank gerade alles kaputt gemacht und ich wollte es echt nicht so. Komm raus, Buddy. Ich habe Befehle, weißt du? Okay. Ha, let's go. Wo ist die Reservatenkammer? Hä? Ah. Na los, Conny! Aber leider alleine jetzt, schade. Hey, Connor! Ich rede mit dir, Arschloch! Wo willst du hin? Wir brauchen hier keine Plastik-Arschlöcher. Hat dir das keiner gesagt? Doch. Hank schon. Ich werde noch die Beweise in meinem Besitz erfassen. Aber keine Sorge. Ich bin sofort weg. Unser spezielles Verhältnis wird mir aber fehlen. Du verdammter Scheißkerl! Beruhig dich, Junge. Geiler Typ. Let's go. Ja, Spasti. Ist dich. Scheiße, Ruin. Eine kleine Pirouette muss auch mal sein. Gibt nur ein Evidence Room, oder was? Herzlich willkommen. So ist alles digital halt natürlich, ne? Hanks Passwort. Dein Hund. Das würde sich ein knallharter, exzentrischer Polizist aussuchen. Dein Hund? bestimmt. Lächerlich. Niemand würde so ein Passwort wählen. Doch, Hank. Dumme Idee. Das passt nicht zu Hank. Absurd. Also der scheiß Passwort genommen hat. Ich muss wie Hank denken. Lol, was ein Typ. Natürlich. Okay. Ist Jericho. Die Antwort ist hier irgendwo. Ja, er weiß eher nicht wahrscheinlich. Die Zeit läuft. Ich muss schnell sein. Einer der Abweichler, die mit Markus den TV-Sender gehackt haben.
Er muss das Versteck der Abweichler gekannt haben. Ja. Okay. Das habe ich jetzt nicht ganz gecheckt. Okay, warte. Gucken wir uns mal an. Bringt uns nichts aus. Diese Botschaft ist die Hoffnung eines Volkes. Ja. Komm, leg weg. Leg weg. Dauert zu lang. Connor! Ja. Wir frei sind. Gut. Ihr wisst jetzt, wer wir sind und was wir wollen. Wir sind lebendig und wir fordern unsere Freiheit. Auf geht's. Weg mit dem. Marcus, wo versteckst du dich? Ist egal, ich möchte zu Hank. Unser Dings ist kaputt, unsere schöne Beziehung. Tagebuch von wem? Aber es ist nutzlos. Es ist verschlüsselt. Ja, es ist nutzlos. Finden wir bald den Schlüssel für. So, und jetzt. Geh mal weg. Der Abweichler, der das Kind als Geisel nahm. Ne, hallo. Biokomponenten benötigt. Ja, wo kriegen wir die denn jetzt her? Können wir die jetzt hier rüber einsetzen, oder was? Hä? Achso, lol. Aber ich hab die doch. Ach, das ist diese 93V-Dings, ne? Da, die gibt's doch. Gib mir deine andere. Hier. So, ich bin ein bisschen im Zeitstress. Kamera bitte drehen, danke. Und einsetzen. Du bist der Wichtigere. Es ist dunkel. Ja. Wo? Ich stehe. Wo bin ich? Bei mir. Ich muss Jericho finden. Sag mir, wie ich dorthin komme. Ich kenne deine Stimme nicht. Du bist keiner von uns. Doch. Ich verrate dir nicht, wo Jericho ist. Halt die Fresse. Jetzt lass mich in Ruhe. Wie kann ich den austricksen? Mit Marcus? Ich war... Ah, okay, doch. Dann macht's doch Sinn. Diese Botschaft ist die Hoffnung eines Volkes. Doch sie ist auch eine Warnung. Let's go! Wir haben noch 3 Minuten. Wer ist da? Marcus. Wer bist du? Es ist alles in Ordnung. Keine Sorge. Let's go! Ja. Warum hast du mich verlassen? Ich hatte keine Wahl. Sie hätten uns alle getötet. Ja. Alles wird gut. Ich hole dich nach Hause. Sag mir nur, wo ich Jericho finde. Wir müssen los. Jericho. Ja. Ja, natürlich. Der merkt es doch. Ja. Verlass mich nicht wieder, Marcus. Bleib hier! Ich kann nicht. Davon träume ich, seit ich dich zum ersten Mal gesehen habe. Tun Sie das nicht, Gavin. Ich weiß, wie man die Abweichler stoppen kann. Du bist raus. Und jetzt mache ich es endgültig. Oh Mann. Oh, shit. Warte.
Let's go. Och, Mann. Hä? Hat trotzdem geklappt. Let's go. Bis dich. Was ist hier passiert? Hier hat wohl jemand rumgeschnüffelt. Ja. Drück den Alarm, schnell! Schnell! Los geht's! Marcus, du. Marcus. Connor, du musst weg. Ah, Connor ist weg. Super. Klasse. Hat er geschafft? Boah, Junge, da war viel möglich. Wir haben den Kampf gewonnen, obwohl wir den letzten Ding kaputt, also falsch gedrückt haben. Also ich muss sagen, diese, ne, mit den vier Tasten ist okay. Also sobald die Schultertaste hier dazukommt, dann wird es kompliziert für mich. Da reichen meine kognitiven Fähigkeiten nicht aus. So, wir haben mit Amanda geredet, waren im Polizeirevier. Jerichos Position ist unbekannt. Wir hatten genug Beweismittel, Hank ist zu seinem Schreibtisch. So, und wir haben Hank nicht geholfen. Das ist scheiße, weil ich wollte Hank helfen, aber die Worte haben mich verwirrt. Ich konnte nicht rauslesen, was ist damit gemeint. Und letztendlich habe ich es, glaube ich, verkackt dann. Zumindest mit Hank. Hank geht, wir haben aber den einen befreit, ja. Gavin schreit? Achso, ja. Wir haben ihn weggeschickt, immerhin. Er ist aber misstrauisch. In den Keller, Asservatenkammer, bla bla. Haben Ruperts Tagebuch gefunden, haben die Statue von Carlos Androiden. Wer war Carlos? Daniels Körper, ja. Marcus, Simon. Doch, Simon hieß der, ja. Haben Simon reaktiviert. Eigentlich wäre er hier vielleicht interessant gewesen, ne? Dieser Daniel. Weil das war ja quasi einer der ersten, bei dem das passiert ist, ne? Simon war ja eher schon ein bisschen später und gruppenzwangmäßig. Oder zumindest in der Gruppe, aber er war ja noch alleine, dieser Daniel. Naja, wir haben den Jericho-Code runtergeladen, wir haben Jericho gefunden und Gavin ist zurückgekehrt und wir haben ihn geschlagen. Let's go. Freunde, so sieht's aus. Den nächsten Kampf gewonnen. Und bald gewinnen wir auch noch den Kampf um North. Aber ja, wahrscheinlich geht's jetzt wieder zu Kara. Kündige ich wieder an. Nächste Folge ist sie doch wieder nicht interessant. Schauen wir mal. Bis dann, Freunde.